Mario hat endlich Sommerferien. Aber warum ist das Wasser so dreckig? Da kann man doch nicht schwimmen gehen. Was wird Mario tun, um dieses Problem zu lösen? Unsere heutige Geschichte beginnt damit, dass Mario gerade aus der Schule kam und nun sagen kann: Endlich Sommerferien! Ja! Doch was macht man am besten, wenn man Sommerferien hat? Schauen wir doch mal, was Mario nun plant. Also, als allererstes muss ich zu Prinzessin Peach. Prinzessin Peach wird mit mir bestimmt an den Blubberstrand gehen. Da kann man nämlich richtig schön Urlaub machen. Hallo, Prinzessin Peach. Oh, hey, Mario. Endlich ist es soweit. Die Sommerferien stehen vor der Tür und endlich können wir Urlaub machen. Ja, genau. Ich freue mich schon so sehr auf den Blubberstrand. Blubberstrand? Ach nee, nicht schon wieder. Da gehen wir doch jedes Jahr hin. Ja, aber da ist es doch auch schön. Ja, das stimmt. Aber gerade dieses Jahr sind da ganz viele Schnecken, die dort Urlaub machen. Und viele pupsen auch, weil dieses Jahr das Jahr der Bohne ist. Oh, Entschuldigung. Oh, okay, die haben also Blähungen ohne Ende. Das wusste ich nicht. Aber wo wollen wir dann stattdessen Urlaub machen? Ich hab schon nachgeschaut und recherchiert. Wir gehen dieses Jahr nach Baia Paradiso. Oh, was ist das für ein Ort? Eine richtig schöne Bucht mit klarem Wasser und einer tollen Atmosphäre. Ja dann, nichts wie los. Auf zur Odyssee. Nein, nein, diesmal fliegen wir nicht mit der Odyssee. Das dauert zu lange. Wir nehmen ein Privatflugzeug. Okay. Und wo muss ich dazu hin? Komm einfach auf den Flugplatz in New Donk City. Bis gleich, Mario. Okay. Bis gleich, Prinzessin Peach. Ich freue mich. Ich wusste gar nicht, dass sie ein eigenes Flugzeug hat. Aber gut. Dann mal schnell nach New Donk City. Aber ich meine, wir haben dort Helikopterplätze, ja, wo Helikopter landen können. Aber Flugzeuge, die brauchen doch eine riesige Landebahn. Naja, wir werden schon was finden. Also gut. Los geht's mit der Odyssee nach New Donk City. Ich meine, das ist ja normal, oder? Wenn man in den Urlaub fliegt oder in den Urlaub fährt, gerade in den Sommerferien, dann ist man nicht mit einem Fingerschnipsen schon dort, sondern muss erstmal die ganze Reise auf sich nehmen. Also mit dem Auto fahren, wie gesagt, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, mit der Bahn, und da gibt es viele Möglichkeiten. Und wir fliegen anscheinend mit dem Flugzeug von Prinzessin Peach, mit ihrem Privatjet. Aber da ist die Vorfreude umso größer. Einfach, weil man erst dorthin kommen muss. Gut, ich freue mich auf Baia Paradiso. Das muss wohl eine richtig schöne Bucht sein, so wie Prinzessin Peach davon geschwärmt hat. Los geht's! Ah, ich freue mich vor allem auf den Strand. Das kühle Nass, gute Limonade und gutes Essen vor allem auch. So, da oben müsste doch irgendwo der Flugplatz sein, oder? Und zack, mal nachsehen. Also hier sehe ich erstmal von oben keine Landebahn oder ähnliches. Ah, oh, ist das die Landebahn? Nee, die muss irgendwo anders sein. Ah, da hinten. Ich muss durch diese Röhre. Okay, wow, das ist nicht gerade ungefährlich, was ich mache, aber das wird schon irgendwie funktionieren. Uiuiuiui, ja, klasse. Okay, und dann würde ich sagen, ab durch die Röhre fliegen wir mit Prinzessin Peachs Privatjet. Auf in den Urlaub, juhu! Und da sind sie auch schon unterwegs. Mit dem Flugzeug nach Baia Paradiso. Wow, wow, wow! Hey, Moment mal, sind wir schon da? Wow! Was ist denn jetzt los? Oh, oh, es gibt da, glaube ich, ein kleines Problem. Hä? Was ist passiert? Da hat jemand was Schleimiges hinterlassen. Na toll, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Was ist dieser farbähnliche Schleim? Er bewegt sich. Hey Jungs, nicht anfassen! Hey, komisch. Prinzessin Peach, ich will ja nichts sagen, aber wie es aussieht, kommen wir hier erstmal nicht weiter.
Das bedeutet, dass wir mit dem Flugzeug nicht weiterreisen können. Ach toll, so habe ich mir meine Sommerferien nicht vorgestellt. Ich gehe mal nachsehen, ob Plessy hier in der Nähe ist. Dann kann uns Plessy ja weiterbringen. Immerhin sind wir schon ziemlich weit gekommen. Plessy? Plessy? Plessy, wo bist du? Plessy? Plessy? Da bist du ja! Hallo Mario! Hallo, hallo! Kannst du uns bitte nach Baia Paradiso bringen? Aber mit dem größten Vergnügen! Los geht's! Auf zur schönsten Bucht der Welt! Oh ja, Plessy, danke, dass du uns dahin bringst. Ich freue mich schon riesig darauf. Ah, Sommerferien! Wir kommen! Das ist doch mit Abstand die schönste Zeit in Jahr. Oh, Achtung! Oh, wow! Entschuldigung! Entschuldigung, hab ein bisschen die Kontrolle verloren. Achtung! Boah, überall Bäume! Was machst du denn, Plessy? Tut mir leid, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Aber jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Nämlich darüber. Juhu, juhu, juhu. Ja, dann mal los, Plessy. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch einiges vor uns. Also, volle Kraft voraus. Oh, Mario, schon mitbekommen, dass am Blubberstrand ganz viele pustende Schnecken leben? Ja, gerade dieses Jahr soll es ja richtig, richtig anstrengend sein. Weil so viele Schnecken dort Urlaub machen. Oh, guck mal, ein Häschen, ich will's fangen. Plessy, nein, warte, stopp. Wolltest du mich nicht nach Baia Paradiso bringen? Hör auf, das Häschen zu jagen. Plessy, warte mal kurz. Was ist los, Mario? Es hat plötzlich angefangen zu regnen. Ja, stimmt. Warum denn überhaupt? Wir haben doch Sommer. Sonnenschein pur, oder? Ja, es kann durchaus mal regnen, aber... mit einem Sturm und Bowser's Fury, beziehungsweise Fury Bowser, habe ich nicht gerechnet. Wow, schnell weg hier, Plessy! Okay, ich dachte, dass ich meine Sommerferien ein bisschen anders verbringen kann und nicht so stürmisch. Nein, bloß weg hier. Plessy. Bitte, du darfst dich nicht von Bowser treffen lassen. Nein, keineswegs. Ich muss hier weg. Wow. Achtung. Wir wissen nicht, was er plant. Versteck dich irgendwo. Hier, tauch schnell ab. Okay. Oh, Plessy, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Hauptsache, wir kommen hier weg. Bowser können wir nicht bezwingen. Er ist viel zu mächtig. Viel zu groß und stark. Was machst denn du jetzt? Wow, Entschuldigung. Oh, das war aber lustig. Wow, das war knapp. Ich gehe nach Hause. Mir reicht's. Ich will jetzt auch Sommerferien haben. Tschüss zusammen. Tschüss, Bowser. War uns eine Ehre. Naja, Plessy, ich will dir nichts sagen, aber kannst du uns jetzt bitte nach Baia Paradiso bringen? Okay, kein Problem. Juhu, los geht's. Dazu müssen wir nur durch diesen Wassertunnel. Ach ja? Ja, wirklich. Wir sind gleich da. Versprochen, Mario. Na, wenn du das sagst, da freue ich mich aber schon sehr. Da vorne. Wenn wir hier draußen sind, sind wir da. Dankeschön, Plessy, für deine Hilfe. Oh, wie schön. Tatsächlich, das ist die Bucht. Das ist Baia Paradiso. Aber warum ist das Wasser so dreckig? Das gibt's doch nicht. Badeparadies mit dreckigem Wasser? Ist das etwa die Umweltverschmutzung von uns Menschen? Wir schmeißen zu viel Plastik weg. Wir müssen nachhaltiger leben. Wir machen uns nur die Strände kaputt. Ich muss hier helfen. Hey! Mario, danke für deine Hilfe. Das war in der Tat sensationell, dass du hierher gekommen bist. Möchtest du mein neuer Lehrer sein? Ich denke, ach egal. Mein Opsi steht da vorne und möchte dir etwas sagen. Dein Opsi? Oh Mann, wenn Prinzessin Peach das sieht. Sie hat sich die Sommerferien ganz anders vorgestellt. Ich muss herausfinden, warum das Wasser hier so dreckig ist. Sicherlich kriege ich eine bessere Orientierung, wenn ich nach oben klettere und mir das ganze Spektakel mal von oben ansehe.
Dann finde ich vielleicht die Lösung oder auch das Problem, warum das Wasser so lilafarben ist. Wie komme ich hier weiter? Oh, da oben. Da ist ein komischer Schalter. Na, einmal aktiviert, wird ein Labyrinth geöffnet. Dann klettern wir mal da hoch. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich weiß nicht, welche Gefahren hier auf mich lauern. So, nach oben. Oh, jo. Immer schön stark bleiben. Bloß nicht runterfallen. Und weiter nach oben. Mithilfe eines Rückwärtssaltos sollten wir schnell weiterkommen. Fast ging das schief. Aber alles gut. Hier oben kann man nicht so viel erkennen. Nur, dass es sehr weitläufig ist. Also, so viel Verschmutzung, das gibt es nicht. Vielleicht ist die Quelle da oben, dass irgendetwas hier den Wasserfall heruntergespült wird. Irgendeine giftige Chemikalie. Das kann doch nur Plastik sein, oder? Oh Mann, wir Menschen sollten anfangen, etwas für unsere Natur zu tun. Müll gehört in den Müll. Aber am besten wäre es, wenn wir so wenig Müll wie möglich produzieren. Nachhaltig leben lautet das Motto. Nur so können wir etwas für die nachkommenden Generationen tun. Für unsere Kinder, Enkelkinder und die Enkelkinder der Enkelkinder und so weiter und so fort. Na gut, wo sind wir? Blooper? Blooper, ihr seid schuld daran! Ha, Rätsel gelöst! Aufgrund der Tinte ist das Wasser so dreckig. Okay, stopp. Dieser Blooper, dich werden wir stoppen. Überall Tinte. Okay, ich hab's. Und jetzt kräftig an den Tentakeln ziehen. Das war der erste Treffer, wenn man das so sagen kann. Und Vorsicht, er attackiert uns wieder. Wir müssen erst einmal die Tentakel kaputt machen. Nur so haben wir eine Chance, diesen Blooper hier zu besiegen. Und die Kleinen, die können aber aufhören, hier die Umwelt zu verschmutzen. So. Und einmal gekrallt und gezogen. Wunderbar. Zwei Tentakel habe ich aber noch. Nicht aufgeben. Immerhin sind das meine Sommerferien, die ich jetzt dieses Jahr verbringen möchte. Nicht alleine, sondern natürlich unter anderem mit Prinzessin Peach. Und mit meinen Freunden. So, jetzt aber. Die kleinen Blooper sind schon mal Geschichte. Fehlt nur noch der Große. Wenn ich mich um diesen noch gekümmert habe, sollte das alles kein Problem mehr sein. Und schön ausgewichen. Und jetzt kräftig ziehen. Klasse. Blooper, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Dann wollen wir dich mal wegschleudern, mein Freund. So, und jetzt auf nimmer Wiedersehen, mein Freundchen. Ah, geschafft. Hä? Etwa noch nicht? Oh, der scheint nicht aufzugeben. Hey, hör doch auf, die Umwelt zu verschmutzen mit deiner Tinte. Also langsam reicht's mir aber eindeutig. Wieder ein weiterer und wichtiger Treffer. Na, komm her. Okay, und kräftig ziehen. Sehr schön. Ein letztes Mal noch. Achtung, und tap. Geschafft und gemeistert. Boom. Na, willst du mir deine letzte Tentakel auch noch geben? Dankeschön. Kräftig gezogen und erledigt. Mein Freundchen, diesmal schleudere ich dich wirklich einmal quer über den Berg weg. Mach's gut, Blooper. Bis zum nächsten Mal. Und lass dich bitte in den Sommerferien nicht mehr blicken. Eieieiei. Okay, dann räumen wir mal auf und putzen hier. So, das sollte das Problem doch gelöst haben. Und da der Wasserfall immer schön weiterfließt, sollte das giftige Wasser auch verschwunden sein. Hä? Das Wasser ist immer noch dreckig. Aber ich habe doch diesen Blooper besiegt. Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? Vielleicht sollte ich doch mal mit diesem komischen Opsi reden. Okay, dann mal nichts wie los. Hey, Opsi! Weißt du, warum das Wasser hier so dreckig ist? Du scheinst bereit zu sein. Der Schmutz kommt von einem Riesenaal. Er haust im Heim unserer Vorfahren.
am Grund des Meeres und lässt dort gefährliche Hohlräume entstehen. Sieh es dir mal an. Ja, wo genau? Der lebt da unter Wasser und deswegen ist es so dreckig? Richtig. Der entkorkte Wasserfall schafft eine Öffnung durch den Schmutz, die als Eingang dient. Spring hinein, Mario. Tauche zum Grund und putze die Zähne des Aals. Das lindert seinen Schmerz und er kehrt nach Hause zurück. Auf, sammle deinen Mut und tauche! Ich soll da wirklich reinspringen? Aber ich mach doch gerade kein Praktikum bei einem Zahnarzt. Na gut, irgendwas muss man ja für seine Sommerferien tun! Wow! Schaut euch das mal an! Wie schön es hier unter Wasser aussieht! Auf los geht's los! Und hier soll irgendwo dieser Zitteraal sein? Also ein normaler Aal, der aber Zahnschmerzen hat, so scheint es. Und da unten kommt das Gift heraus. Giftiges Material. Das müssen wir uns unbedingt näher ansehen. Okay, da mal schön runter. Was ist das für ein Ding? Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, was da passiert, aber das sieht nicht ungefährlich aus. Oh, Vorsicht! Putz dir mal die Zähne. Und nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Tag mindestens zweimal, morgens und abends. Sonst musst du zum Zahnarzt und dann ziehen sie dir die Zähne oder müssen sogar in deinen Zahn reinbohren und dir eine Spritze verpassen. Ich meine, das weiß doch jedes Kind, dass man sich jeden Tag die Zähne putzen soll. Und nicht nur eine Minute, sondern gründlich. 3 bis vielleicht sogar 4, 5 Minuten. Länger dann auch nicht. Man muss ja nicht übertreiben, aber 3 Minuten, das wäre nicht schlecht. Okay. Also schön. Und benutzt bitte Zahnseide. Na, komm erstmal raus. Ich putze dir gründlich die Zähne, mein Freund. Also, noch einmal. Jeder von der Katzen-Community weiß, selbst in den Ferien putzt man sich jeden Tag die Zähne. So. Okay, und du solltest weniger Süßigkeiten essen. Das ist auch nicht so gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Mehr Gemüse, mein Freund. Ja, dann kriegst du nicht so komisch verfärbte Zähne. Pfui. Eklig. Ekelig. So, ich hole mir ein paar Münzen. Die Münzen spenden mir nämlich Sauerstoff. Nochmal nach oben. Und dann können wir weitermachen. Also, ich will ja nichts sagen, aber wenn Prinzessin Peach nur wüsste, welche Gefahren ich auf mich nehme, nur damit wir schöne Sommerferien verbringen können. Oh! Siehst du? Das passiert, wenn man sich nicht regelmäßig die Zähne putzt. Dann entfallen sogar deine Zähne. Eieieiei. Also, die muss man bestimmt noch einen Zahn ziehen. So schlecht, wie deine Zähne aussehen. Na, dann komm mal hoch, mein Freund. Achtung, Achtung, Achtung. Und jetzt, auf geht's zum nächsten Zahn. So, der ist auch gleich sauber. Perfekt. Tut mir leid, du hast schon wieder einen verloren, ich weiß. Aber wenn man nicht von Anfang an seine Zähne richtig geputzt hat, ja, da hat man dann später in seinem Leben eben das Nachsehen oder ein riesiges Problem. Also, wollen wir nochmal weitermachen. Achtung, Achtung, Achtung. Und nach oben, bevor er uns frisst. So, sehr schön. Es ist gar nicht so einfach, hier unter Wasser noch die Zähne zu putzen. Aber wir machen das schon, wir machen das schon. So, das war sein Backenzahn. Was brauchen wir? Ah, ne, wir brauchen keine extra Luft. Wir haben wieder genug Energie. Dann würde ich sagen, wieder nach unten. Zu unserem geliebten Aal. So, gleich hast du es geschafft, mein Freund. Gleich ist die Zahnbehandlung beendet. Versprochen, ja? Uiuiui, da haben wir noch einige Zähne vor uns. So, bleib tapfer. Du schaffst das, du schaffst das. So, der ist wieder sauber. So, so schön können deine Zähne aussehen, wenn du sie regelmäßig putzt. Also, wenn das mal kein Zeichen dafür ist, wie wichtig das doch ist. So, dranbleiben, wir haben es bald geschafft, mein Freund. Ich hole mir noch mal kurz extra Energie. So. Und dann können wir weitermachen. So, keine Sorge, mein lieber Aal. Letzte Behandlung, ja? Du bist gleich durch. Bleib tapfer, bleib stark.
So wie die Katzen-Community. Wir sind auch stark und geben nicht auf. Genauso wenig wie du. Schau mal, wie toll du das machst. Super. So. Jetzt haben wir noch deinen goldenen Backenzahn. Wenn wir den noch säubern, dann bist du durch, mein Freund. So, Achtung. Kleines bisschen darüber. Und dann fokussieren wir uns auf seinen goldenen Zahn. So, mein Freund, gleich hast du's. Ah, der wollte noch mal kurz gehen. Na gut, dann holen wir uns noch mal Energie. Sicher ist sicher. 1, 2 und 3. Und dann zurück. Lieber Aal, ganz, ganz versprochen. Gleich sind wir jetzt wirklich durch. So. Und geputzt. Fertig. Denk dran, dir regelmäßig die Zähne zu putzen. Mach's gut, lieber Aal. Und genieß deine Sommerferien. Tschüss. Ui. Sein goldener Zahn. Boah, wir haben es geschafft. Und wisst ihr, was das jetzt bedeutet? Dass das Wasser in Baia Paradiso, hier an dieser wunderschönen Bucht, jetzt wirklich, wirklich sauber ist. Wir konnten das dreckige Wasser endlich säubern. Zumindest hoffe ich das. Holen wir uns also gleich mal diese Insignie, gehen aus dem Wasser raus, schauen uns die Oberfläche nochmal an und dann würde ich sagen, Zeit, Ferien mit Prinzessin Peach und den anderen zu verbringen. Juhu! Oh ja, schaut euch das mal an. Sieht das nicht wunderschön aus? Ich liebe diese Bucht. Nun heißt es Sommerferien genießen. Zusammen mit Prinzessin Peach und unseren Freunden. Ah, toll. Bleibt katztastisch.